Ja, herzlich willkommen zum schon bereits sechsten Teil Dronic Live. Heute zum Thema durchgestartet fliegende Auge für die Seenotretter in der Nord- und Ostsee. Und ich würde mich freuen, wenn meine beiden Mitsprecher und Kandidaten sich auch mit auf die digitale Bühne begeben. Da ist der Michael, da ist der Thomas. Herzlich willkommen. Freut mich, dass das auch technisch alles geklappt hat. Ihr also richtig im Look. Perfekt. Wie es immer so ist, zu Beginn eines jeden Webinars darf man sich vorstellen. Mein Name, ihr habt die jetzt schon öfter dabei waren, ich bin der Alexander Tummes, bin Mitarbeiter der Firma Dronic. Ich darf heute mal wieder moderieren und freue mich, den Michael Schmidt von Hanseatic und den Thomas Lübcke von den Seenotrettern begrüßen zu dürfen. Und wie es immer so ist, dürfen die Freiwilligen oder die Rettungsorganisationen anfangen. Thomas, wer bist du, was machst du genau und wer seid ihr? Ja, hallo, moin von meiner Seite. Ich bin Thomas Lübcke. Ich arbeite bei den Seenotrettern. Ich bin bei uns für Forschung und Entwicklung zuständig und ja, betreue ein ganzes Bündel unterschiedlicher, sehr spannender Forschungsprojekte rings um das Thema maritimer Such- und Rettungsdienst. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was wir haben. Aber heute haben wir natürlich einen sehr schönen Fokus, nämlich den Fokus Drohne, worauf ich mich sehr, sehr freue. Wunderbar, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Ja, Michael, und jetzt darfst du dich vorstellen. Wer bist du und was machst du? Man sieht schon eure, quasi im Hintergrund kann man schon erkennen, was eure Aufgaben sind. Ja, Michael Schmidt, mein Name, moin, auch aus Bremen. Ich bin Geschäftsführer der Hanseatic Aviation Solutions und freue mich, dass ich hier gemeinsam mit Thomas Lübcke und Alexander Tummes ein Projekt vorstellen darf und ja, freue mich auf die nächste Stunde. Sehr schön, vielen Dank. Und bevor wir ja ins Eingemachte gehen, wie immer ein bisschen Etikette vorweg. Das heißt, ich teile noch mal kurz meinen Bildschirm. Wie laufen Webinare ab? Für diejenigen unter euch, die jetzt teilnehmen, haben festgestellt schon, dass die Mikrofone bis auf uns als Moderatoren abgeschaltet sind und auch die Kameras nicht eingeschaltet sind. Das soll auch erstmal so bleiben. Dann haben wir die Möglichkeit natürlich, wenn ihr Fragen habt, dass ihr uns auch Fragen stellen könnt und auch sollt. Also klar von uns der Aufruf dazu. Da haben wir heute hoffentlich genug Zeit für. Nach den letzten beiden Webinaren, die uns durchgelöchert haben, haben wir hoffentlich auch wieder ein bisschen Zeit dafür, roundabout Viertelstunde, eure Fragen mit zu beantworten. Dazu könnt ihr die Funktion Fragen und Antworten nutzen. Im Chat, der eine oder andere hat es auch schon rausgefunden, kann man auch mit uns sprechen und da versuchen wir auch zu antworten. Aber bitte stellt möglichst eure Fragen in der Funktion Fragen und Antworten zur Verfügung. Ja, wer die Hand hebt, der möchte mit uns sprechen. Zwei Teilnehmer haben die Hand gehoben, sehe ich schon. Das heißt nachher für uns, wenn man es testet, in der letzten Runde Hand heben heißt zum Schluss kann man auch mit uns persönlich sprechen. Dann heißt für uns aber auch mit live dabei zu sein und mit auf die Bühne zu gehen. Wer Lust hat, kann das zum Schluss mit uns tun. Dann auch die Info, dass wir dieses Webinar wie unsere anderen auch aufzeichnen, um sie all denjenigen zur Verfügung zu stellen, die heute nicht teilnehmen konnten oder später auf den sozialen Kanälen nach den entsprechenden Suchbegriffen suchen. Ein Hinweis, wir machen auch gleich zwei Umfragen. Damit starten wir auch gleich mit einer ersten Umfrage. Diese Umfragen, die wir starten, funktionieren nicht im Browser. Sie funktionieren nur auf demjenigen, der die PC-App installiert hat oder der auf der App auf dem Smartphone oder Tablet mit teilnimmt heute. Gut, fangen wir auch an, nicht mit der Umfrage an, mit der ersten, um mal zu gucken, wo kommen denn unsere Zuschauer her? Wollen wir das auch mal gleich starten? Und jetzt starte ich die Umfrage. Die sollte jetzt bei jedem, wie gesagt, der nicht nur im Browser teilnimmt, sollte jetzt hoffentlich die Umfrage sehen. Und unsere Frage ist, aus welchem BOS-Bereich kommt ihr? Und man sieht, die Funktion funktioniert. Da wird der Thomas sich gleich freuen, dass aus seinem Bereich auch welche mit dabei sind. Schauen wir noch, wir geben noch mal ein paar Sekunden. Antworten fliegen schön rein, alle machen schön mit, das freut uns. Ach, guck mal, einer direkt von deiner Company auch mit dabei. Ah, nee, guck mal, es geht los. Sehr schön, wir geben noch ein paar Sekündchen. Aber ich glaube, bunt gemischter Haufen, so wie es aussieht. Wir schließen die Umfrage in ein paar Sekunden. Jetzt kommen kaum noch Antworten herein. Ich beende mal die Umfrage. In 3, 2, 1 beende sie. Und
ihr dürft auch die Ergebnisse mal sehen. Also man sieht, wir sind ein bunt gemischter Haufen. Also viele Seenotretter mit dabei, außer Seenotrettung, Wasserrettung sieht man, ein paar Feuerwehr und der sonstige BOS-Bereich ist auch mit dabei. Also wir wissen, wir sind sehr zielgruppenorientiert unterwegs. Das hilft uns dabei. Ich glaube, dafür haben wir genau das Thema. Und Thomas, wir haben es schon gesagt, du kommst von den Seenotrettern. Ja, wer seid ihr und was macht ihr? Das wollen wir natürlich so ein bisschen wissen. Und daher stellt doch einfach mal eure Company oder euer Unternehmen oder seid ihr eine Organisation, seid ihr ja. Stellt sie doch mal vor, wer seid ihr? Und dazu übergebe ich, glaube ich, sowohl die Steuerung als auch das Wort an dich. Ja, super. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ja, ich stelle mal unsere Organisation vor, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, kurz die Seenotretter. Wir sind eine... Uiuiui, jetzt versagt schon bei der ersten Folie die Stimme. Also für diejenigen, die bei Günther Jauch mal die 1-Million-Euro-Frage beantworten müssen, welche Rechtsform hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Wir sind ein rechtsfähiger Verein Kraftverleihung. Das hängt damit zusammen, dass wir wurden 1865 gegründet und damit sind wir viel älter als das Vereinsrecht in Deutschland und natürlich auch älter als Deutschland als Nationalstaat. Also insofern ist sozusagen unsere Rechtsform eine sehr alte. Und als es dann irgendwann ein Vereinsrecht gab, hat man dann gesagt, okay, die Vereine, die es schon gab, vorher, die werden dann sozusagen auch mit anerkannt. Entsprechend sind wir ein rechtsfähiger Verein Kraftverleihung. Ja, was machen wir? Rausfahren, wenn andere reinkommen. Dieses Bild, das werden sicherlich einige von Ihnen und euch auch kennen. Wir sind der für Deutschland zuständige maritime Such- und Rettungsdienst. Das heißt also, wann immer Seeleute erkranken oder einen Unfall erleiden, dann sind wir diejenigen, die dann eben diesen Menschen so schnell wie möglich zur Hilfe kommen, sie medizinisch erst versorgen und dafür Sorge tragen, dass sie dann eben entsprechend an Land kommen und ja, anschließend bestens versorgt sind. Wir haben also ein recht großes Einsatzgebiet, wie man auch an dem Kreuzer sehen kann. Das ist ein sehr... ist sozusagen eine sehr nasse Umgebung, nämlich die Nord- und Ostsee. Genauer gesagt eben sozusagen die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, so ungefähr deckungsgleich ist das. Wir unterhalten also 55 Stationen entlang der deutschen Küsten, von Borkum im Westen bis Ueckermünde im Osten. Diese Stationen werden zum Teil von Festangestellten betrieben, aber der große Teil, wir haben also ein großes Heer von Freiwilligen, nämlich 800 an der Zahl, die dann eben entsprechende die Freiwilligenstationen betreiben. Dort sind Seenotrettungsboote stationiert, die sind alle so um und bei 10 Meter lang und funktionieren im Prinzip wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn ein Notruf reinkommt, wenn sie alarmiert werden, dann verlassen die Kollegen ihren bürgerlichen Beruf, lassen also Stift oder Hammer oder was auch immer, womit auch immer sie arbeiten, das lassen sie fallen, schwingen sich ins Auto, aufs Fahrrad oder laufen zu Fuß in den Hafen und besetzen dann das Boot, fahren raus und retten. Ja, ich habe gesagt, also das Einsatzgebiet, was wir hier jetzt gerade sehen mit unseren ganzen Stationen, das ist es noch eigentlich noch gar nicht ganz, denn es gibt die sogenannte Search and Rescue Region of Responsibility, also sozusagen unseren SAR, unseren Such- und Rettungsbereich, für den wir insgesamt verantwortlich sind. Und der geht, ich hoffe, dass man meine Maus auch sehen kann, der geht raus sozusagen bis in den sogenannten Entenschnabel, bis in die Mitte der Nordsee. Und wenn wir dann unsere Karte, die ich eben aufgelegt habe, mal darüber legen, dann sehen wir, dass also... dass die Karte wirklich nur einen kleinen Ausschnitt unseres Einsatzgebietes gezeigt hat. Denn es geht in der Tat bis zu 200 nautische Meilen in die Nordsee hinaus.
kann man sich ungefähr so vorstellen, also ein großer Rettungskreuzer, wie wir ihn eingangs gesehen haben, der fährt so bei guten Bedingungen, kann man den so 20 Knoten fahren. Das heißt also, wenn draußen im Entenschnabel, im letzten Zipfel eine Alarmierung kommt und der Kreuzer würde dann eben zum Beispiel von Cuxhaven aus zum Beispiel losfahren, dann würde der mitunter auch 10 Stunden brauchen, um am Einsatzort zu sein. Das heißt also, es bedarf immer schon gewisser Strategien und guter Planung, dann eben auch den Verunfallten so schnell wie möglich zur Hilfe zu kommen. Thomas, wenn ich dich unterbrechen darf, kannst du kurz erklären, für die, die nicht so fit sind, 20 Knoten, wir rechnen nautische Meilen pro Stunde und Meilen, roundabout Kilometer und kmh. Okay. Also im Prinzip Meilen und Knoten verhalten sich ja sozusagen zueinander wie Kilometer und Kilometer pro Stunde. Also ansonsten ist es mal 1,85 oder so, muss man es rechnen, und dann kommt man sozusagen bei den entsprechenden Kilometern dann an. War übrigens auch ein Punkt bei uns im Forschungsprojekt, worauf wir später noch kommen werden, dass das metrische System versus nautische Maßangaben. Und, ja, zurück sozusagen zu unseren Rettungseinheiten. Wir haben natürlich ein sehr, sehr abwechslungsreiches Einsatzgebiet. Wir haben sozusagen die offene See, wir haben aber eben auch das Einsatzgebiet, so die Watten, wir haben Boddengewässer. Je nach Einsatzgebiet haben wir eben auch hochspezialisierte Fahrzeuge, die mit allen Widrigkeiten, die uns sozusagen das Wetter, aber eben auch die Morphologie bieten, damit eben letztlich umgehen können. Und es gibt also auch unterschiedlichste Arten von Einsätzen, zu denen wir regelmäßig gerufen werden. Ich habe ja schon gesagt, also der erkrankte oder verunfallte Seemann, der beispielsweise dann eben von einem Handelsschiff heruntergeholt werden muss. Aber wir haben natürlich auch noch die große Gruppe auch der Wassersportler, also der Freizeitschifffahrt, die natürlich auch regelmäßig auch unsere Hilfe braucht. Und es muss nicht immer technisches Unvermögen sein. Manchmal reicht auch einfach nur Pech, um in Seenot zu geraten. Und da ist es schon sehr, sehr gut, wenn es Leute gibt, die dann entsprechend wachsam sind und den Verunfallten zur Hilfe kommen. Es gibt natürlich auch Einsätze, wo wir uns nicht um Seeleute kümmern, sondern wie in diesem Fall jetzt zum Beispiel um Wattwanderer. Ne? Also auch da passiert es gerade in den Sommermonaten regelmäßig, dass Menschen dann eben nach einem oder während eines Wattspaziergangs mit einmal von der Flut überrascht werden und dann, ich sage es mal, wirklich mitten im offenen Meer stehen und man von Land eben nicht mehr rankommt. Und auch in solchen Fällen kommen wir natürlich zur Hilfe. Diese Bilder jetzt hier, die sind natürlich aus einer Seenotrettungsübung, wo das Ganze eben auch trainiert wird. Ansonsten ist es bei uns wirklich teilweise schwierig, dann eben auch Bilder aus den Einsätzen zu bekommen, weil sie sich eben doch meistens ziemlich weit draußen ereignen und jede Hand an Bord gebraucht wird. Und da man jetzt nicht unbedingt noch jemanden hat, der dann da einen mit Einsatzfotos dann entsprechend versorgt. Also insofern sind die Bilder dann teilweise auch wirklich sehr rar. Ja, also wie gesagt, wir sind auch für die Berufsschifffahrt zuständig und die Bedingungen, gerade auch in Nord- und Ostsee, die sind wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Hier haben wir mal ein Eisbild. Das ist natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so häufig der Fall gewesen, aber gerade so zwischen Inseln und Festland, im Boddenbereich und so weiter, da friert die Ostsee eben auch regelmäßig zu. Und da müssen wir eben auch entsprechend auch unsere Schiffe auslegen, dass sie sowohl eben mit solchen Eisbedingungen klarkommen, als eben auch schnell sind. Die Schiffe sind als Selbstaufrichter konstruiert. Das heißt also, die können im,
im Ernstfall könnten die sogar durchkentern. Das kennt man so von Kanuten, die sowas üben. Das geht mit diesen Schiffen. Es ist natürlich nicht zu empfehlen. Es ist sozusagen ein letztes Sicherheitsmoment, dass die Schiffe sich also auch wieder von alleine aufrichten können. Aber das zeigt schon, dass wir wirklich in einer sehr extremen Umgebung auch regelmäßig operieren müssen. Ja, und es gibt natürlich diverse Risikofaktoren. Einer sind zum Beispiel eben, es ist eben der regelmäßige Fährbetrieb. In diesem Fall sehen wir jetzt gerade ein Bild von einem Rettungseinsatz für die Fähre Lisco Gloria. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Das ist eine 200 Meter lange Fähre, die auf der Ostsee in Brand geraten ist. Da ist also ein defektes Kühlaggregat von einem LKW gewesen. Und das hat dann eben entsprechend zu brennen angefangen und das Feuer ist dann in Windeseile sozusagen auf die ganze Fähre übergesprungen. Es kam niemand zu Schaden, aber das sind natürlich die Einsätze, die passieren sehr, 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 sehr selten. Aber das sind natürlich auch die Einsätze mit und an denen wir dann natürlich auch gemessen werden, die wir aber natürlich auch nicht alleine bearbeiten, sondern dort muss man wirklich alle Kräfte zusammenziehen. Da holt man sich dann eben die Bundespolizei und sämtliche seegehenden Behörden und die umgebende Schifffahrt. In diesem Fall war es dann eben auch so, dass auch eine andere Fähre zur Hilfe gekommen ist, auf die dann eben die Personen verbracht werden konnten. Also es ist ein wirkliches Zusammenspiel sozusagen sämtlicher Ressourcen, die so maritim verfügbar sind. Und das Ganze wird natürlich auch regelmäßig geübt. Hier sieht man jetzt sozusagen Bilder aus so einer Such- und Rettungsübung. Das veranstalten wir regelmäßig, um dann eben auch für den Ernstfall gewappnet zu sein. Neben unseren schwimmenden Einheiten, die sozusagen ganz unmittelbar am scharfen Ende retten, haben wir natürlich auch unsere Seenotleitung in Bremen, das sogenannte MRCC, das Maritime Rescue Coordination Center, in dem auch unsere Küstenfunkstelle ist, Bremen Rescue Radio. Das ist hier hinten dieser Arbeitsplatz hinter den Glasscheiben, der dort zu sehen ist. Dort wird rund um die Uhr der internationale Not- und Anrufkanal 16 auf UKW mitgehört. Das heißt also, wenn jemand in Seenot ist und das Funkgerät greift und Mayday ruft oder einfach nur Hallo oder hört mich jemand oder Hilfe, dann sitzt dort eine Kollegin oder ein Kollege und antwortet und sozusagen der Einsatz beginnt dann sozusagen unmittelbar. Das heißt also, wir lassen niemanden draußen allein. Ja, und wie geht das Ganze? Natürlich mit dem kleinsten Schiff unserer Flotte, nämlich unserer 32-Zentimeter-Klasse. Ich denke, die meisten haben die schon mal gesehen. Das heißt also, wir arbeiten rein spendenfinanziert. Und ja, wie das Ganze in den aktuellen Bedingungen funktioniert, darauf können wir vielleicht am Ende nochmal eingehen. Also wie gesagt, aktuell sind unsere Schiffchen natürlich nicht unbedingt mit einem Hotel oder mit einem Restaurant umbaut, aber wir haben da eben auch einen Plan. Ja, Alexander. Genau, vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Genau, also deshalb am Ende bitte ein bisschen länger da bleiben, 2 Sekunden. Man kann auch digital spenden, habe ich gesehen. Haben wir was vorbereitet? Genau, für mich die Frage. Das heißt für mich. Vielen Dank für die Einführung. Wer sind die Seenotretter? Was macht ihr? Jetzt kommt für mich aber die wichtigste Frage. Wie kommt ihr eigentlich von einem Seenotrettungskreuzer zu einem unbemannten Luftfahrtsystem? Ihr habt ein Projekt gemacht, ne? Das ist richtig. Ich mache gerade mal eine andere Folie auf. Moment. Dann bekommst du mit Laros genommen. Also das Projekt heißt Larus, heißt es, ne? Die genau. Lageunterstützung bei Seenoteinsätzen durch die unbemannte Luftfahrtsysteme. Und da sieht man schon so ein bisschen die Abbildung. Ich glaube, das spiegelt genau das wieder, was ihr auch gemacht habt. Wenn du fertig bist, darfst du dir auch wieder die Freigabe geben, dass du deinen Bildschirm teilen darfst. Bist du noch da? Thomas? Ja, ich bin noch da. Das Thema hat mir nur gerade gesagt, dass ich das Screensharing von jemandem anders beende. Nimm es rüber, du hast meins beendet, wunderbar. Ja. Das klappt gut. Ne? So, ja, wir haben
ein sehr, sehr spannendes Forschungsprojekt gehabt. LARUS, das ist ein Forschungsprojekt, was von 2016 bis 2019 lief, also vor ungefähr einem Jahr abgeschlossen wurde im Bereich der zivilen Sicherheitsforschung. Ja, wie kommt es dazu, dass wir uns mit Luftfahrtsystemen befassen? Wir sind nicht der aeronautische SAR-Dienst in Deutschland, sondern der maritime. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Herausforderungen, wo Drohnen potenziell natürlich auch eine Hilfe für uns sein können. Es gibt so ein paar Baustellen, die wir diagnostiziert haben, wo wir perspektivisch einfach einen großen Forschungs- und Entwicklungsfortschritt auch erwarten. Das eine betrifft sozusagen die Kommunikationsmöglichkeiten mit den Havaristen, also mit denjenigen, die in Seenot geraten. Wir beobachten es immer mehr, dass Leute eben halt keinen UKW-Seefunk an Bord haben, was eigentlich die klassische Sicherheitsausrüstung einer jeden Yacht, eines jeden Sportbootes ist, sondern man verlässt sich halt, ne, wir kennen das selbst hier, Smartphone, da verlässt man sich drauf und denkt aber nicht daran, dass das Handynetz manchmal auch 200 Meter hinter dem Strand zu Ende ist. Und da in dem Bereich, da wollen wir in Zukunft stärker arbeiten, müssen wir stärker arbeiten. Dann möchten wir ganz gerne unsere telemedizinische Versorgung, die wir bereits haben, die wollen wir stärker ausweiten, stärker ausbauen. Auch dafür bedarf es sozusagen Datenverbindungen. Ja, und es geht natürlich auch immer darum, unsere Suchprozesse möglichst effizient zu gestalten, also dass wir natürlich so schnell wie möglich den Verunfallten zur Hilfe kommen können. Das heißt also, es geht immer darum, schnelle Einsatzmittel zu haben, möglichst wetterunabhängig zu sein, einen hohen Augenpunkt, um natürlich möglichst weit gucken zu können, spezifische Sensorik, und sämtliche Möglichkeiten an Assistenzsystemen, die man sich so vorstellen kann, die uns irgendwie unsere Arbeit erleichtern können. Und da haben wir also verschiedene Einsatzszenarien für uns mal definiert, wo eigentlich zum Beispiel eine Drohne uns helfen könnte. Das eine, das sind die sogenannten überfälligen Fahrzeuge. Das ist, wenn wir einen Anruf bekommen, meistens von Familienangehörigen, und dann heißt es ja, weiß ich nicht, Vater ist zum Angeln gefahren, der wollte zum Mittag da sein, jetzt ist es 18 Uhr, der ist immer noch nicht da und wir können ihn nicht erreichen. So, das ist natürlich erstmal noch kein Seenotfall, weil Vaterns können sich ja auch überlegt haben, vielleicht irgendwo anders noch hinzufahren, noch jemanden zu besuchen, sonst irgendwas. Also da ist noch kein unmittelbarer Seenotfall, aber trotzdem sehen wir natürlich Gefahr in Verzug und dort ein System zu haben, was uns bei der Lageerkundung hilft, das ist natürlich ein großes Pro. Weiterhin auch gibt es natürlich regelmäßig Sichtungen. Also ich sage jetzt mal, der Urlauber am Strand ruft an und sagt, Mensch, da draußen, da ist jemand und winkt. So, und der braucht wohl Hilfe. Auch das sind Fälle, wo uns ein Flugsystem, was entsprechend schnell ist, sehr schnell auch Gewissheit verschaffen kann, ob das sozusagen ein Notfall ist oder ob da jemand nur winkt, weil er sich ganz doll freut oder weil er will, dass Tante Helga ein Foto von ihm schießt. Dann gibt es natürlich auch Rettungseinsätze, meist natürlich unter schwierigen Bedingungen, das heißt bei Dunkelheit, bei stark verminderter Sicht, wo wir uns eben auch von zukünftigen Assistenzsystemen erhoffen, dass sie uns dort eine Hilfe sind. Auch das Suchen in Ufernähe, wir haben das vorhin ganz kurz angesprochen bei den Wattwanderern. Es gibt natürlich auch Areale, die einfach sehr, sehr flach sind, wo wir mit unseren Schiffen kaum rankommen. Und das sind auch prädestinierte Bereiche, die man natürlich aus der Luft also sehr, sehr schnell erkunden kann. Das Gleiche gilt für Gefahrenbereiche. Wir haben natürlich auch in Nord- und Ostsee Bereiche, wo nach wie vor eben Wracks liegen oder eben auch Munition verklappt wurde, wo man jetzt natürlich ungern reinfährt, wo aber natürlich eben auch ein Havarist oder eine Person in Not eben reingetrieben sein könnte. Und auch dort
ist die Lageerkundung aus der Luft eben sehr wirkungsvoll. Insgesamt ist eben das Absuchen großer Flächen mit Flugsystemen optimal eigentlich zu realisieren und deshalb auch unsere Offenheit, dort eben entsprechend aktiv zu werden. Und es gibt, so wie man es eben auch aus dem, von den Boddengewässern her kennt, es gibt einfach auch Bereiche, an die kommt man von Land aus nur schwer heran, so auch so Schilfgürtel und so weiter, in die man dann eben auch idealerweise auch von oben reinguckt und von dort am meisten sieht, als wenn man irgendwo von der Seite drauf schaut. Und so haben wir ein Konsortium gegründet, die DGZRS. Ich nenne uns jetzt mal als sozusagen Endanwender, als Praktiker, noch mit einigen assoziierten Partnern, mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, mit der Bundespolizei und mit dem Unternehmen Global Healthcare als ein Anbieter für Telemedizin-Equipment. Dann Industriepartnern, Hanseatic Aviation haben wir hier, Michael Schmidt sitzen, da werden, von dem werden wir nachher noch, denke ich, viel Spannendes erfahren. Und die Firmen IMST und Opto Precision, also das sind beides Sensorhersteller. Wir haben die Deutsche Telekom als assoziierten Partner dabei gehabt und eben die TU Dortmund, dort der Lehrstuhl für Kommunikationsnetze und die RWTH Aachen, das Institut für Flugsystemdynamik. Da haben wir sozusagen die wissenschaftliche Expertise. Und das sozusagen in diesem starken Konsortium haben wir dann eben angefangen, eigentlich ein ganzheitliches System eben für die Seenotretter zu entwickeln. Das betrifft zum einen natürlich das Flugsystem, aber eben auch das ganze Thema Datendistribution, Bodenstation, Anbindung sozusagen der unserer Einsatzmittel. Also war eine ganze Reihe von F&E-Arbeit erstmal notwendig, um überhaupt ein Fluggerät in die Richtung zu bringen, dass es letztlich für uns potenziell als Einsatzmittel eben interessant wird. Wir haben dieses Projekt im Herbst 2016 begonnen und dort auf der linken Seite sieht man, das ist noch eine Fotomontage. So, das war sozusagen unsere Vision. Wir haben nicht bei Null angefangen, sondern Hanseatic hatte natürlich schon sein Flugsystem S360. Das musste also jetzt nicht neu entwickelt werden, sondern wir hatten eben schon eine bewährte Plattform, auf die wir letztlich aufsetzen konnten und haben dann also jede Menge Arbeiten erstmal erledigt, um zu definieren, also auch beispielsweise auch unter welchen Witterungsbedingungen muss das System fliegen können. Da haben wir haben wir Einsätze über lange Zeit ausgewertet. Wir haben eben verschiedene Einsatzszenarien definiert und Testschwerpunkte herausgearbeitet, wie man dann eben nachweisen kann, dass das System dann eben auch entsprechend leistungsfähig ist. Und haben eben auch im Bereich Sensorik noch erheblich gearbeitet, um dann nach der Hälfte der Projektlaufzeit, da hatten wir dann einen entsprechenden Demonstrator schon fertig. Das heißt also, ein Flugsystem, was auch wirklich schon fliegt, was mit einer ersten Nutzlast ausgestattet war und was wir dann eben auch sehr gut vorführen konnten. Das ist natürlich noch nicht alles. Das war sozusagen erst die Hälfte der Wegstrecke. Wie man sieht, das ist wie gesagt noch die Basis S360. Danach ging die Entwicklung natürlich weiter, weil wir eben auch gesehen haben, wir brauchen sehr viel Nutzlast und eben wollen auch entsprechend lange fliegen und haben dann mit den Partnern zusammen dieses Flugsystem weiterentwickelt und so ist der S360 Larus oder Mark II dann nachher bei rausgekommen. Michael Schmidt wird dazu noch einiges sagen, der sich eben dadurch auszeichnet, dass er eben, man kann es auf dem linken Bild sehen, dass er so austauschbare Nasen hat, womit man dann eben die Nutzlasten entsprechend sehr, sehr schnell auch austauschen
kann. Wir haben dann in der letzten Projektphase haben wir dann also verschiedene Test- und Validierungsflüge durchgeführt, zusammen auch bei einer Seenotrettungsübung und hatten dafür dann eben zwei Gebiete auserkoren, von denen aus wir das machen. Das waren also beides Gebiete, die uns die Möglichkeit geboten haben, mit dem Flieger im Prinzip direkt auch übers Wasser oder aufs Wasser raus zu starten, doch dazu nachher mehr. Das Forschungsprojekt wurde insgesamt, hat ganz tolle Resonanz gefunden und die Medien haben das natürlich auch sehr dankbar aufgegriffen, weil wir mit dem Projekt eben zeigen konnten, dass der Einsatz von Drohnen für humanitäre Zwecke wirklich sinnvoll ist und auch funktionieren kann. Ja, so viel kurz zu unserem LARUS-Projekt. Vielen Dank. Da gehen wir ja noch ein bisschen drauf ein. Ich erinnere mich, irgendwann kriegte ich einen Anruf, ich weiß gar nicht, ob es von Michael oder von dir war, über die Flugsicherung. Wir haben da ein Problem, wir müssen uns unterhalten. Da will jemand im Luftraum Echo über der ganzen Ostsee fliegen. Da erinnere ich mich noch dran. Und dann habe ich so ein paar Schlagworte, die uns seit unserer Zusammenarbeit betreffen, immer wieder aufgetaucht sind. Eigentlich seid ihr ja eine BOS-Einsatz unterwegs in der Rettung. Ihr hast es ja richtig eingeführt. Ihr seid ein Rettungsverein, ne, im Rettungswesen mit eingebunden. Trotzdem haben wir uns, glaube ich, beim BMVI getroffen, Michael. Ne? Ich muss er sein Mikro noch anmachen. Er wusste nicht, dass er die Frage wahrscheinlich jetzt kriegt. Ja, ich denke mal, irgendwann saßen wir dann auch gemeinsam beim BMVI. Das war ja schon fast auf der Zielgeraden. Das ganze Thema hat ja gut ein Jahr vorher angefangen, als Thomas und ich dann bei der Landesluftfahrtbehörde in Mecklenburg-Vorpommern waren. Das heißt, ihr habt über eine Aufstiegserlaubnis das Ganze trotzdem versucht, obwohl ihr BOS war, Thomas? Ja, weil wir natürlich die Absicht haben, das System eben auch in einen Regelbetrieb perspektivisch zu überführen. Und da haben wir gesagt, also wir müssen einfach die Genehmigungsbehörden an der Stelle auch mitnehmen, damit wir dann eben perspektivisch auch wirklich auch fliegen können und einfach auch mal diesen ganzen Genehmigungsprozess einmal durchgemacht haben letztlich. Und so haben wir dann quasi an und miteinander dann auch gelernt und haben auch wurden auch selbst für die Sensibilitäten, also auch unterschiedliche Anspruchsgruppen in diesem Kontext, da wurden wir wirklich sehr sensibilisiert auch. Das war ein sehr, sehr spannendes Verfahren. Also es hat sich auch gelohnt für uns. Das hoffe ich auch. Ihr seid ja auch geflogen. Ich weiß noch, der ursprüngliche Plan war, wir nutzen kontrollierten Luftraum. Das war ja auch die große Runde beim Verkehrsministerium. Michael, was ist denn daraus geworden? Haben wir den kontrollierten Luftraum zusammen genutzt oder was haben wir generiert? Nein, wir haben uns dann im unkontrollierten Luftraum G bewegt, dort bis 2500 Fuß. Ich sage mal, das war auch ganz ordentlich, wo wir einfach auch entsprechend die Sensoriken, ich sage mal, testen und ausreizen konnten. Genau, und ich erinnere mich, das ist das Schlagwort so in der Mitte in Rot. Wir mussten, weil das war ja schon relativ lange Zeit im Drohnensektor, ist es ja im letzten Jahr, ne, wann war es? Vorletztes Jahr, ne? Muss ich gerade schon mal gucken. 2018. Da hatten wir gerade mal angefangen. Ne? Da Dornick war so in den Kinderschuhen ganz unten, weit unten noch. Ne? Es war am Gründung, wir haben Projekte gehabt und man sah nur die Möglichkeit, wir müssen ein EDR richten. Obwohl wir schon mit unseren Hook-on-Devices geflogen haben, ne? In der ersten Generation. Heute sind wir schon deutlich weiter. Aber damals war die einzige Möglichkeit, wir lassen euch in einer EDR fliegen. Ne? Deshalb sieht man die Schlagbegriffe oder die Schlagworte hier, BNL, besondere Nutzung Luftraum, das wäre also für Aufstiege im kontrollierten Luftraum, war da die DFS für zuständig und ich nehme es vorweg, Thomas und Michael, wir haben sowohl, glaube ich, per NFL und per NOTAM das Ganze veröffentlicht, ne? Und war Naturschutz bei euch noch ein Thema auch? Das wurde sozusagen im Genehmigungsprozess routinemäßig mit abgefragt. Da waren natürlich jetzt dann sogar auch mehrere untere Naturschutzbehörden beteiligt, weil wir eben halt auch zwei Gebiete hatten, in denen wir geflogen sind. Und die waren also der Sache gegenüber auch sehr aufgeschlossen, war natürlich, also das war wirklich sehr, sehr interessant und haben dann gesagt, also wir sehen das für uns auch als Chance zu lernen und haben dann
auch geschaut, also haben dann wirklich einen Ranger auch vorbeigeschickt, der dann geschaut hat, inwieweit dann zum Beispiel auch unser Flugsystem eine entsprechende Scheuchwirkung zum Beispiel auf die Tierwelt dort vor Ort hat. Und man muss eben sagen, dass dieses Gebiet, gerade dort so Peenemünde, Greifswalder Bodden und so weiter, das ist eben ein Eldorado und es ist die Einflugschneise für sämtliche Zugvögel, die aus Skandinavien kommen. Und insofern war das auch sinnvoll, dort das zu untersuchen. Und es ist sozusagen auch positiv auch für das System ausgegangen, denn also das Feedback der unteren Naturschutzbehörde war, dass man es so gut wie gar nicht gehört hat, weil wir natürlich auch eine entsprechende Höhe hatten und eine Scheuchwirkung nicht zu erkennen war. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also das Thema Naturschutz begegnet uns ja auch bei vielen unserer Kunden, die fliegen und Naturschutz, viele Behörden fragen danach, man hat keine Fakten dafür, es gibt wenig Erhebungen, aber allen, die dann Projekte mit uns machen, stellt man am Ende des Tages fest, dass eigentlich UAS sinnvoll eingesetzt, ne? Eigentlich bisher kaum Störungen hervorrufen. Also nicht, dass man denkt, man verscheucht irgendwelche Tierwelt am Boden und auch in der Luft. Ne? Ich glaube, das ist bei euch da auch rausgekommen. Das genau, nehmen wir mal so hin. Starrflügelsystem fliegt vorbei und ist schon wieder weg. Ne? Das ist halt eben auch ein Punkt. Genau. Das Thema nehmen wir aber, kann ich verraten, schon mal wird eines unserer nächsten Themen auch ein Schwerpunktthema sein, Naturschutz und Drohnen werden wir uns mit entsprechenden Behörden und Naturschützern im nächsten Jahr auch mit beschäftigen. Jetzt habe ich euch ganz viel gefragt, ihr habt ganz viel erzählt, ihr dürft ein bisschen verschnaufen, denn ich habe noch eine Umfrage, die ich gerne stellen würde an unsere Zuschauer. Und zwar geht es die Umfrage, welche Art von UAS-Betrieb plant man denn oder habt ihr bereits durchgeführt? Und es müsste jetzt die Umfrage bei allen auftauchen mit den entsprechenden Antworten. Also wir wollen mal wissen, wer fliegt denn außerhalb der Sichtweite, innerhalb der Sichtweite oder unter EU-Bedingungen dem zukünftigen erweiterten Sichtbereich, dem IVILOS-Bereich, also ein Beobachter hat noch Sichtkontakt zur Drohne. Wer plant auch mal, wie ihr, vielleicht im kontrollierten Luftraum zu fliegen? Das ist auch ganz interessant. Und ansonsten im unkontrollierten Luftraum. Mehrfachantworten sind hier natürlich möglich. Soll so ein bisschen wiedergeben, auch den Betrieb, den man widerspiegelt. Und man sieht auch, bei den Teilnehmern kann ich jetzt schon verraten, da merkt man auch, dass die aus dem kommerziellen Umfeld primär bei uns kommen. Das sieht man nämlich daran, gleich schon, wenn ich gleich die Ergebnisse zeige. Ich gebe noch ein paar Sekündchen zum Beantworten, dass wir eigentlich ganz gut durchgemischt sind. Ich beende mal die Umfrage in 3, 2, 1. Jetzt beende ich sie und gebe die Resultate mal frei. Also wieder, also wie wir es erwartet haben, die meisten fliegen innerhalb der Sichtweite, aber man sieht auch, die Hälfte würde auch außerhalb der Sichtweite fliegen. Das ist eigentlich klassisch auch das Einsatzspektrum, was ihr ja auch gemacht habt, außerhalb der Sichtweite zu fliegen. Dafür ist natürlich auch das System prädestiniert. Ansonsten sieht man auch, der kontrollierte Luftraum ist auch immer wieder gefragt. Das kann mal die Kontrollzone sein oder wie bei euch auch aus der Höhe zu fliegen und somit in den kontrollierten Luftraum reinzukommen. Auch da arbeiten wir als Dronec ja auch dafür, dass wir das auch möglich machen, dass die Flugverkehrskontrolle, die im kontrollierten Luftraum, da kommt er ja auch her, für einen oder anderen dann den Flugverkehr kontrolliert, auch in der Lage ist, Drohnen zu sehen. Gut, vielen Dank für die Teilnahme mal wieder. Das war die letzte Umfrage für heute und leiten wir so langsam. Thomas darf langsam verschnaufen. Ich habe es angedeutet, Michael, hier ist euer System zu sehen. Warum ist eigentlich euer System so perfekt für die Seenotrettung geeignet? Und dann freue ich mich, dass du jetzt einfach auf deine Präsentation klicken kannst und mir quasi die Präsentation klauen darfst, die Freigabe, und ein wenig was über dein Fluggerät erzählst. Ja, ich hoffe, jeder kann es sehen und damit will ich auch gleich deine Frage beantworten. Vielleicht kurz vorher nochmal ein paar Sätze zu unserem Unternehmen. Wir sitzen in Bremen, in der Airport City, so dicht am Flugplatz in Bremen, 2013 gegründet, sind ein Consulting-Unternehmen, haben damit gestartet, aber nun vermehrt fokussieren wir uns auf das Thema Drohne, Entwicklung und Fertigung von Starrflügeldrohnen. Und wir unterstützen auch dann bei entsprechenden Missionen, wenn es ein bisschen kibbelig wird. Daneben haben wir einen zweiten Standort in Rothenburg-Wümme am Flugplatz. Dort werden die Systeme montiert, getestet und dann geht es auch an die Auslieferung an die Kunden.
Rothenburg liegt ja zwischen Hamburg und Bremen an der A1, von hier 40 Minuten von Bremen entfernt. Ja, warum ist unser System so gut geeignet? Per se ist es eine Starrflügeldrohne, bringt entsprechend großes Geschwindigkeitspotenzial mit sich. Das Larus-Flugsystem ist 160 km/h schnell geflogen. Wir arbeiten auch daran, dass es noch schneller wird. Das Abfluggewicht liegt bei 25 Kilogramm. Das heißt, wir können ordentlich Nutzlast mitnehmen. Nutzlast, das sind Sensoren, das sind auch gewisse Transponder. Und durch den Verbrennungsmotor bringen wir natürlich auch entsprechende Flugzeit mit. Das war jetzt im Larus-Projekt, waren das 3 Stunden. Die nächste Variante, die dann auch ein bisschen schwerer sein wird, soll dann 7 Stunden plus in der Luft sein. Und das bei einer Reisegeschwindigkeit so von 100 km/h durch die Luft. Ja, man sieht es auch schon, wir hatten relativ viele Systeme an Bord. Das muss natürlich auch alles versorgt werden. Insofern hat der Verbrennungsmotor auch dann einen Generator noch angetrieben. Das heißt, wir kommen mit relativ kleinen Batterien aus und können die ganzen Systeme versorgen. Fange ich mal kurz an bei der Kommunikation. Also wir hatten so ein Multilink-System eingesetzt. Das heißt, wir konnten auf 4 verschiedene LTE-Frequenzen nutzen, also die 3 großen Anbieter in Deutschland plus ein privates LTE-Netzwerk. Wir hatten digitalen Datenlink und zukünftig wird die Drohne auch einen Satcom-Link haben und kann sich dann eigentlich aussuchen, je nachdem nach Verfügbarkeit, Bandbreite, welches Device, welches Gerät entsprechend dann benutzt werden kann. Vielleicht zum Bild da nochmal. Man sieht dort die Drohne mit einem optischen Sensor, der auch im Projekt Larus entwickelt wurde. Taglichtkamera drin, Infrarotkamera drin, Beleuchtung drin für Nachteinsätze. Und damit wird es dann, denke ich mal, auch in der nächsten Zeit auch nochmal weitergehen. Eine andere Spezialität war jetzt von dem System ein AIS-Transponder. Das heißt, diese Drohne wurde oder wird von der deutschen Schifffahrt erkannt, gesehen auf ihren Systemen. Das ist insofern wichtig, dass wir natürlich da auch, ich sag mal, quer zu den Verkehrswegen auf dem Wasser rüberkreuzen. Aber AIS ist letztendlich das Transponder-System auch in der maritimen Flugrettung oder wird es auch entsprechend eingesetzt. Dazu kam auch als Voraussetzung für die Flüge außerhalb des Sichtbereichs das Hook-on-Device vom Unternehmen Dronic. Und es klang schon an, modulares Nutzlastkonzept, also wir können vorne die Spitze abnehmen, so ähnlich wie ein bisschen wie bei der Formel 1, da wird der Spoiler abgenommen. Wir können dann vorne die Nutzlasten abnehmen und das können dann unterschiedliche Sensorsysteme sein. Und das System ist relativ sturmfest, Start, Landung, Flug, also auch bei Windstärken 6-7 über der Ostsee, kann ich nachher doch noch ein bisschen was zeigen. Und wir fliegen nicht nur bei gutem Wetter, das System ist auch regendicht ausgelegt und kann dann auch entsprechend bei Regen fliegen. Ja, bevor es jetzt irgendwie so ins Eingemachte ging, an die Ostsee, waren natürlich dann entsprechend Tests erforderlich. Die haben wir erstmal in Rothenburg gemacht. Und wie gesagt, ich habe es angerissen, für die Fluggenehmigung außerhalb des Sichtbereichs zu fliegen, muss das Hook-on-Device eingesetzt werden. Man sieht jetzt unten links den Track-Viewer, wie wir da unsere Achten über den Flugplatz fliegen. Und was natürlich sehr schön ist, das zeigt das rechte Fenster, wir sehen auch andere Verkehrsteilnehmer. In diesem Fall ist das ein Ausschnitt 10x10 Kilometer um den Flugplatz Rothenburg. Und unten sieht man, dass sich dort ein Flieger gerade bereit macht, Nachbarflugplatz und dann auch in die Luft gehen will. Das heißt, wir sind relativ schnell darüber informiert, was so der andere Flugverkehr in unserer Nähe macht. Ja, vielleicht nochmal auch zum Thema Genehmigung. Bis wir endlich dann unsere Fluggebiete hatten zum Testen, sind gut 14 Monate vergangen. Also wirklich Antritt bei der Landesluftfahrtbehörde in Mecklenburg-Vorpommern, große Runden in Bremen mit den Stakeholdern, Termin in Bonn beim BMVI. Aber nachher haben wir unsere, ich sage mal, Spielwiesen bekommen. Und zwar waren das dann EDRs, die für gewisse Zeiten eingerichtet waren. Einmal die EDR Peenemünde. Man sieht das hier vielleicht so ein bisschen, also ja, südöstlich von Rügen, das ist Rügen.
Hier, was ich so umkreise, ist der Greifswalder Bodden. Die EDR hatte so die Abmessung 40 Kilometer Nord-Süd, 35 Kilometer Ost-West. Und es gab noch eine andere EDR nördlich von Rostock, die nannte sich Püttnitz. Und die war jetzt nicht ganz so groß, 30 mal 15 Kilometer. Und in beiden Gebieten durften wir dann bis auf 2500 Fuß aufsteigen. Das wurde alles bekannt gemacht über NOTAMs, über Nachrichten für Luftfahrer. Und ja, damit hatten wir dann erstmal die offizielle Genehmigung, das Testprogramm durchzuführen an diesen beiden Standorten. Ich glaube, Michael, also schöne Grüße an den Guido nach Schwerin. Ne? Du hast gesagt, 14 Monate haben wir dafür gebraucht. Also wir haben euch ja einige Monate davon begleitet. Aber es war, also selbst wenn man merkt, 14 Monate und es waren alle dafür. Es gab ja keinen, ob wir beim BMVI waren, ob wir uns mit der Landesluftfahrtbehörde unterhalten haben, mit den Kollegen der DFS. Es waren ja alle dafür und alle haben versucht, irgendwie möglich zu machen. Es hat trotzdem 14 Monate am Ende des Tages gedauert. Ne? Also kein einfaches Unterfangen und man braucht Nerven und man wälzt sich durch viele Vorschriften und Verfahren, bis man das Gerät in die Luft bekommt. Ne? Ja, ich denke mal, das war einfach absolutes Neuland. Wurde vorher so in Deutschland nicht gemacht. Da waren wir Vorreiter. Ich denke jetzt auch in zukünftigen Verfahren oder wird es dann entsprechend schneller gehen. Ja, Thomas Lübcke hat es vorhin schon gesagt. Wir haben da sehr viele Systeme an Bord der Drohne. Und klar, die Drohne wurde getestet, aber das ist eigentlich so die Basis, dass die Drohne erstmal das macht, was sie soll. Sie fliegt. Wir haben versucht, Datenübertragung auch über LTE darzustellen. Und entsprechend liefen dann Tests, in diesem Fall hier am Flugplatz Peenemünde. Wir sind dort bis 700 Meter über Ground aufgestiegen, sind da einfach erstmal nur Kreise, Ovale geflogen. Und in diesem Fall die Technische Universität Dortmund hat geguckt, wie sieht es denn eigentlich da mit der LTE-Verfügbarkeit aus bis in 700 Meter Höhe. Können wir denn das eigentlich alles so nutzen, wie wir das wollen? Und das ist aber auch ein Part gewesen, um zukünftig Entscheidungen zu treffen, was muss man eigentlich für Kommunikationstechniken an Bord haben, wenn man in Deutschland fliegt, insbesondere wenn man auch dann über dem Meer fliegt. Das war dann ein Testszenario von Peenemünde aus. Es gab dann einen anderen Test, das ist jetzt von Püttnitz. Und da konnten wir super tolle Tests machen mit dem Marinefliegergeschwader. Und zwar ging es da um die Sichtbarkeit der Drohne aus anderen Luftfahrtsystemen. Da hatte man bisher auch noch keine Möglichkeit, sowas wirklich ausgiebig zu testen. Und man sieht jetzt oben links, wir steigen auf. Wir müssen auch relativ auf der Stelle erstmal auf Höhe gehen. Das ganze Szenario lief nachher so in 500 Meter über See ab und schlagen dann so ein paar Haken an Vogelschutzrastplätzen vorbei und haben dann unsere Flugovale über der Ostsee gedreht und der Sea King-Hubschrauber hat sich dann aus gewissen oder bestimmten Richtungen sich genähert und wollte dann einfach wissen, wie sehe ich die Drohne, wenn sie über mir ist, unter mir ist, Sonne im Rücken, Sonne von vorne. Und haben wir auch, ich sag mal, super Erkenntnisse bekommen. Also die haben uns sehr gut gesehen, aber natürlich haben sie auch irgendwie geguckt, wo wir sind. Also haben sich natürlich darauf konzentriert. Um dann mal einen Eindruck zu verschaffen, wie das so ablief, ein kleines Video. Ich hoffe, dass das jetzt halbwegs ruckelfrei rübergeht. Wie gesagt, wir sind mit 94 Knoten geflogen, ist EDR über Püttnitz und dann hier nochmal die Flugstrecke. Das sind gut 19 Kilometer vom Startpunkt entfernt. Die beiden Akteure, ein Sea King-Hubschrauber und die Larus-Drohne. Und ja, da sieht man jetzt uns auf Kurs. Der Helikopter nähert sich von hinten. Sieht man uns wunderbar. Und wir fliegen da unsere Runde. Der Helikopter kommt näher ran und schaut, was wir machen. Nächste Szene, ja, er möchte überholen, setzt sich daneben uns und guckt auch, wie verhält sich die Drohne, sehe ich die Drohne super. Und das passiert jetzt alles in der EDR Püttnitz, nördlich von Rostock,
Und dann drehen wir eigentlich wieder schon zu unserem Oval ab. Und dann hat sich das wiederholt und der Helikopter bringt sich dann eigentlich wieder in die nächste Position. Ja, es gab noch weitere Tests im Rahmen von Übungen mit den Seenotrettern über dem Greifswalder Bodden. Und man sieht jetzt unten rechts Peenemünde, den Flugplatz. Und wir gehen dann einmal rüber über den Greifswalder Bodden bis zur Insel Film. Das grüne Bild zeigt dort eine Momentaufnahme, aufgenommen jetzt aus einer Übung. Da dreht gerade der Rettungskreuzer gerade wieder ab. Da dümpelt noch so ein kleines Bötchen hin und her. Und das heißt, da, wo wir hier Kreise machen, dort ist die Drohne dann über entsprechenden Objekten gekreist und hat dann die Aufnahmen gemacht. Man sieht hier unten auch mal so andeutungsweise Suchraster, um Personen zu finden. Sieht ein bisschen hakelig vielleicht aus, aber da waren auch knapp 7 Windstärken. Der Fachmann erkennt es vielleicht hier an diesem Bild. Da sind so große Türme im Wasser und sind so richtig Schlieren schon auf dem Wasser. Also es hat ordentlich geweht und das war dann in 400 Meter Höhe, da hat es dann gleich nochmal ein bisschen mehr geweht. Aber hat alles gut geklappt. Kannst du was zur Windstärke sagen? Also, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Wie viel km/h Wind hatten wir da? Ja, das sind dann so 45 km/h, 50 km/h Wind. Und ja, geht entsprechend langsam gegen den Wind Richtung Rügen. Wir hatten dann Nordwestwind, aber zurück ging es natürlich dann umso schneller. Genau, aber ich glaube, für viele muss klar werden, dass solche Einsatz mit 45 km/h Wind, das ist bei dem einen oder anderen Drohne, die im Markt ist, das ist ja schon die Höchstgeschwindigkeit. Ne? Das heißt, ich fliege mit Höchstgeschwindigkeit gegen den Wind der 45 km/h, das heißt, ich hätte 0 km/h über Grund. Also man braucht dann auch ein Flächenflugzeug, um hohe Geschwindigkeiten nachher zu fliegen. Ne? Ja, es gab mal zu Projektbeginn auch die Ideen oder den Wunsch, Windstärke 10, aber wir haben erstmal festgestellt, man muss ziemlich lange warten, bis man mal so Windstärke 10 irgendwie auch in Deutschland hat, auch gerade an der Küste ist. Mhm. Und bei Windstärke 10, da fällt selbst Menschen sich schon schwer auf den Füßen zu halten. Insofern 7 ist jetzt wunderbar. Gut. Ja, wie gesagt, das war eine Übung. Technisch alles super geklappt, mit den Akteuren hat es geklappt. Aber jetzt komme ich so auch schon zu meiner letzten Folie, so als Quintessenz vielleicht. Ja, wir hatten da eigentlich unsere Spielwiese in der Luft. Und dann hat einer die NOTAMs, die NFLs, nicht gelesen. Und man sieht jetzt links nochmal unsere EDR, Greifswalder Bodden. Und wir waren mal unter der Woche da. Man sieht uns jetzt hier unten mit einem Copter-Symbol, auch für unsere Drohne. Aber es ist einprägsam. Und da steuert ein Flieger in unseren Luftraum. Wir waren in diesem Fall gerade am Boden. Es ist uns auch 3-4 Mal passiert, dass wir in der Mitte waren vom Greifswalder Bodden und dann einfach die Return-to-Launch-Taste drücken mussten und dann die Drohne auch entsprechend nach Hause beordern mussten. Aber gut ist, dass wir diese Verkehrsteilnehmer, die sich dort jetzt nicht korrekt verhalten haben, doch entsprechend schnell gesehen haben und dann einfach auch ausweichen konnten, was natürlich auch unsere Pflicht ist. Ich glaube, ganz wichtig, also uns freut, dass unser System, also es ist ja unser Track-Video mit unserem Hook-on-Device, dass das funktioniert hat. Da sieht man mal, dass diese Technik, die eigentlich funktioniert, also ihr seid ausgewichen, ich weiß, andere Bilder, die uns gezeigt hast, hat man in der Luft tatsächlich den Flug abgebrochen eurerseits. Das heißt, das organisatorisch, nämlich NOTAM und EDR, haben eigentlich nicht weitergeholfen, ne, für die Kollisionsvermeidung. Ne? Das heißt, unsere Technik, da sind wir froh darüber, auch mit euch im Einsatz zeigen zu können, demonstrieren zu können, dass das auch funktioniert, was man da uns aufgebaut haben. Ja, ich gebe mal zurück. Genau, vielen Dank. Was Interessantes zum Flugsystem, wir sind just in time, das passt nämlich ganz gut. Wenn wir immer so hinkommen und ihr habt beide gesprochen, heißt das, eure Fragen, unsere Antworten. Jetzt sehe ich noch, dass einige Hände oder eine Hand ist oben. Jetzt muss ich mal eben die Freigabe wieder beenden. Habe ich meinen Bildschirm geteilt? Jetzt sehe ich das gar nicht. Habe ich ihn geteilt? Der ist noch geteilt, ja. Also komm, ich kann nachher stoppen und ja, jetzt nimmt das zurück, alles klar. Ich sehe noch, die Hand ist unten. Ich wollte nämlich sagen, wer jetzt die Hand hebt, der kann live mit uns auf die Bühne kommen und kann sich zeigen und seine Frage stellen. Währenddessen sich das der eine oder andere überlegen kann, ob er das tun möchte, haben wir ein paar Fragen. Eine interessante Frage, und die finde ich toll, die gekommen ist, die gebe ich an den Thomas. Kann man sich nach dem Vortrag bei der DG, also bei den Seenotrettern, als Drohnenpilot bewerben?
Jein, also wir wollen ganz gerne unser Forschungsprojekt fortsetzen. Also ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir am 1.1., also sprich jetzt in 2,5 Wochen, mit einem Anschlussprojekt starten. Und insofern also sind wir natürlich schon auch interessiert, gute Leute sozusagen auch in diesem Projekt zu haben, weil wir wollen natürlich auch in dem Projekt die Messlatte nochmal wieder ein Stück höher legen. Also Initiativbewerbungen sind willkommen. Man braucht aber natürlich eine große Offenheit für die Branche, auch für unsere Einsatzverfahren. Das ist alles nicht so schnell zu erfassen. Ja, wahrscheinlich arbeite ich ja auch wahrscheinlich mit der DLRG zusammen, glaube ich. Die kennt ja auch ganz viele, ne? Ist ja auch Wasserrettung oder die sind ja mehr so immer an der Landseite, glaube ich, ne? Das ist das ist halt der Unterschied zwischen maritimen Such- und Rettungsdienst und Wasserrettung, ne? Also Wasserrettung arbeitet halt eben so vom Strand aus und ist sozusagen eine Hilfsorganisation, während wir ein maritimer Such- und Rettungsdienst sind, also ein wirklicher Rettungsdienst mit einer Garantenstellung, so wie die Feuerwehr auch an Land sozusagen eine Garantenstellung hat. Genau, aber ich glaube, man kann sagen, wenn ich das so sehe, ich sehe auch bei den Teilnehmern den einen oder anderen Hersteller, mit dem wir auch arbeiten, da weiß ich, wo er seine Drohnen ausliefert. Aber ich glaube, was du auch gesagt hast, DLRG, also Freiwillige Feuerwehr und sowas, das sind wir. Also Drohne fliegt und sagt, ich hätte da Lust, in den Organisationen mitzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, sich mit seinem Wissen da auch mit beizubringen. Also meldet euch als Zuschauer bei euren Rettungskräften vor Ort und fragt mal nach. Ich glaube, im Moment suchen da ganz viele, die auch mit ihren Drohnen dort mitmachen und die Expertise auch von dem einen oder anderen hier mitnehmen können. Eine interessante Frage habe ich auch noch. Mal gucken, wer sie von euch beiden beantwortet. Es gibt beispielsweise in der Wasserrettung Organisationen, die werfen Rettungswesten und Schwimmhilfen ab. Also wahrscheinlich an dich, Thomas. Macht ihr das auch oder was habt ihr vor? Also wir haben das wirklich sehr intensiv diskutiert und haben uns im LARUS-Projekt dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Schwimmhilfe abwirft, wie so einen kleinen Rest-Tube oder sowas, was sich dann aufbläst, woran man sich festhalten kann. Wir wissen ja nie, wie viele Leute in Seenot sind. Das heißt also, wenn man da jetzt zum Beispiel 3 oder 4 Stück an Bord hat, wir haben aber 10 Leute im Wasser, dann haben wir, also dann werden wir die Lage der Menschen dort vor Ort nicht verbessern, sondern genau das Gegenteil erreichen. Und das ist also auch in der Tat eben eine ethische Frage. Im Nachfolgeprojekt, im Anschlussprojekt, da wollen wir aber gerne was aussetzen. Und zwar denken wir darüber nach, zum einen so AIS-Sender auszusetzen, die uns nämlich dabei helfen, direkt am Einsatzort sozusagen die Vertreibung mitzumessen. Also wohin geht gerade der Strom, wohin vertreiben sozusagen Menschen und Objekte. Das ist eine Sache. Und das andere ist, da haben wir auch drüber gesprochen, mal gucken, ob wir es hinbekommen, zum Beispiel auch, dass wir zum Beispiel sowas wie so einen Rauchtopf absetzen, der dann einfach visuell einen Marker gibt, wo dann eben der ganz leicht dann sozusagen auch Rettungskräfte an den Einsatzort dann führt. Das sind die Sachen, worüber wir nachgedacht haben für das Anschlussprojekt. Ich merke schon, es gibt ja das Format wie hier Dronic Live, ne? Oder dann gibt es natürlich auch Dronic on Tour, wo wir mal mit vor Ort kommen. Ich ahne schon, wo ich mal mitkommen will und einen Dronic on Tour mit meinen Kollegen machen will. Also herzlich gerne würden wir uns mal bei euch einschleichen, um das auch mal zu zeigen. Ich glaube, das sind ganz tolle Bilder, die man mitnehmen kann. Eine Frage habe ich noch. Da sind wir dann wirklich just in time, glaube ich, auch fertig. Eine Frage an den Michael. Du hast ja vorhin, hat Thomas erläutert, ne? Wie lange und wie schnell fährt ein Seenotrettungskreuzer? Roundabout, ich mache es jetzt mal nicht, meine 1,85, 40 km/h fährt ein Seenotrettungskreuzer. 200 nautische Meilen sind 400 Kilometer, also ich brauche 10 Stunden, bis ich irgendwo bin. Michael, du hast vorhin was über Geschwindigkeiten gesagt. Welche Distanzen und welche Geschwindigkeiten kannst du fliegen? Also das ist ja der Geschwindigkeitsvorteil, glaube ich auch. Ja, also momentan liegen wir jetzt bei Spitzengeschwindigkeiten bei 160 km/h. Also ich bin jetzt auch wieder der Fan der metrischen Welt, 160 km/h pro Stunde. So Reisegeschwindigkeit dann 100 km/h, klar, mit den höheren Geschwindigkeiten steigt natürlich auch der Verbrauch, aber wenn wir so 100 km/h fliegen, dann sind wir 7 Stunden jetzt dann zukünftig in der Luft. Das heißt, wir legen so 700 Kilometer Strecke zurück, also irgendwie Luftlinie ja, Hannover-München, one way. Perfekt. Wunderbar. Just in time, 17 Uhr. Ich möchte mich
bei euch beiden bedanken, dass ihr mit mir auf die Bühne gegangen seid. Und ich bitte die Zuschauer noch nicht rauszugehen, bevor wir Tschüss gesagt haben, die letzte Folie gezeigt haben. Ich und wir als Dronic möchten uns bei allen Zuschauern für das ganze Jahr, für die Teilnahme an den Webinaren, die gehen nächstes Jahr weiter mit vielen spannenden neuen Themen, bei allen bedanken. Ich wünsche allen und wir, glaube ich, nehme ich mal vorweg, dass wir nach einem so chaotischen Jahr, dass alle gesund bleiben, dass wir uns alle wiedersehen. Ich wünsche schöne Weihnachten und einen erfolgreichen Start ins 2021. Und ihr habt noch die Worte, dann die letzte Folie, Thomas, die gebe ich dann dir. Ich habe das Handy schon gezuckt, als gutes Beispiel gleich. Würde ich dem Michael die letzten 2 Sekunden geben? Ja, auch nochmal von meiner Seite, ja. Alles Gute fürs neue Jahr und ja, ich hoffe, dass wir so jetzt in dieser Stunde rüberbringen konnten, was wir in Larus gemacht haben, wo vielleicht jetzt auch so die Reise hingeht und ja, halten auf jeden Fall die Interessierten da gemeinsam dann, ja, werden wir weiter informieren. Dankeschön an dieser Stelle. Tschüss. Thomas. Ja, auch von unserer Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Also es hat super viel Spaß gemacht. Auch danke auch für eure Unterstützung, auch im Larus-Projekt. Und ja, ich habe ja vorhin versprochen, das Sammelschiffchen 2.0. Jeder kann jetzt mit seinem Handy einmal Gutes tun. Einfach diesen QR-Code einscannen. Ja, tue Gutes und sprich darüber. Oder tue Gutes, erinnere dich daran und gib dir selbst ein gutes Gefühl. Das können wir, glaube ich, jetzt auch alle in der Vorweihnachtszeit gut gebrauchen. Die Spende, die kommt in jedem Fall eben den Seenotrettern an Nord- und Ostsee zugute. Und das funktioniert also auch ganz, ganz einfach. Wenn ihr das eingescannt habt, könnt ihr euch entscheiden, ob einfach ein Betrag, den ihr selbst auswählen könnt, von eurer Handyrechnung abgezogen wird. Oder ihr eine Überweisung fertig macht. Damit helft ihr uns sehr, damit unterstützt ihr die Rettung und ja, Gutes tun und sich daran erfreuen, das passt doch wunderbar an die Vorweihnachtszeit. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Genau. Und Johannes hat mir gerade schon eine WhatsApp geschickt, hat gesagt, er will mit zur Seenotretter, wenn ich gesagt habe, ich komme mit. Johannes, das machen wir abhängig von deiner Spende, die du gleich machst. Wunderbar. In diesem Sinne, ich schalte mich weg. Ich sage euch vielen Dank und einen schönen Abend zusammen. Dankeschön. Tschüss.